Oh, da seid ihr ja wieder. Willkommen zurück zu Animal Crossing New Horizons. Wie ihr schon sehen könnt, habe ich in meinem Zimmer erneut ein bisschen umgeräumt. Zum Beispiel habe ich mich jetzt dazu entschieden, mein Bett längs hinzustellen. Und einen zweiten Nachttisch habe ich auch angefertigt. Auf einem steht jetzt die Lampe und auf dem anderen die Nintendo Switch. Außerdem habe ich die Tasse umdesignt. Man kann da nämlich neben einigen anderen Farben auch ein eigenes Design drauf machen. Und was würde besser passen als mein Logo, was jetzt, by the way, auch hier an der Wand hängt. Richtig, richtig geil. Dann auf Julis Insel konnte ich diesen Proteinshake-Maker kaufen, der natürlich super zum Boxsack passt. Ist einfach so ein bisschen als Joke platziert, sag ich mal. Hier drüben im Recorder habe ich jetzt die ganzen Lieder geedit, die wir bislang gekauft haben und die ja im auch einmal Zufall. Ändert das auch nach einer Zeit sich? Ich weiß es nicht. Die wir im Lager hatten, die habe ich jetzt alle da rein. Die Uhr steht jetzt hier auf der Kommode und ich habe auch endlich einen Holzschrank angefertigt. Das Bastelset haben wir ja schon etwas länger. Ich weiß nur nicht, warum ich das für mich selber noch nicht angefertigt hatte. Ich glaube, wir mussten das mal für einen anderen Bewohner machen, aber ja, für mein Haus habe ich es irgendwie komplett vergessen. Die Vase steht jetzt oben drauf und ja, in diesem Schrank kann man sich natürlich, wenn man mag, auch immer schön umkleiden. Finde ich nice. Ich habe auch sämtliche Kartons entfernt, weil, ja, das finde ich jetzt bei über 30 Parts irgendwie nicht mehr angebracht. Klar, ich habe jetzt für den Tisch und für einige andere Dinge keine Unterlage, aber das wird mit der Zeit schon kommen und ich finde, so sieht es halt einfach ein bisschen besser aus. Zwecks des Springbrunnens habe ich auch nochmal nachgeguckt. Wir haben den doch gekauft, aber er muss gebastelt werden und man braucht vorher noch die kleinere Version, also gehen wir die uns jetzt schnell kaufen. Ach ja, den Wegweiser, den habe ich jetzt hier auch angebracht, finde ich an der Stelle eigentlich ganz geil. Die Blumen habe ich aufgefüllt, immer schön so im Wechsel, damit es besonders nice aussieht, meiner Meinung nach zumindest. Also ich bin echt zufrieden so für den Anfang. Wir werden natürlich noch sehr, sehr viel ändern, vor allem dann, wenn wir auch vom Spiel aus das Tool bekommen, die Böden zu ändern. Aber ich finde, das macht schon einiges her, so wie es jetzt ist. Und als Übergang ist das allemal voll. Nice! Wir brauchen diesen kleinen Springbrunnen, bevor wir überhaupt den großen anfertigen können. Aber wie wäre es, wenn wir dann erstmal unsere Flaschenpost angucken, die ich gefunden habe? Hallo Sportsfreund, bei meinen 7370 Gute-Nacht-Sit-Ups bin ich eingenickt und habe von dieser Bastelanleitung geträumt. Jetzt will ich sie weiterreichen, wie den Stab beim Staffellauf. Lass es krachen, der Pepe. Eine Bambusabsperrung. Eine Absperrung? Für wen? So ein Baustellengerüst? Oder wie habe ich mir das jetzt vorzustellen? Wir werden es gleich sehen. Dann eine Eiflaschenpost habe ich auch noch gefunden. Oh, die ist von Oos. Boing, soing. So ein Glück. Hopp, hopp. Flippiesing. Welch Freude. Eine Eieranleitung. Und soll ich dir was verraten? Auf der Insel sind noch weitere versteckt. Also halt die Äuglein offen und dann viel Spaß bei der Eierjagd. Flauschige Grüße, dein Oos, der Hase. Der übrigens wirklich kein echter Hase ist, obwohl er gesagt hat, das ist kein Kostüm. Man kann ihn nämlich austricksen und dann sieht man hinten einen Reißverschluss. Ich denke, der wird am Häschentag nochmal kommen. Macht ja Sinn. Also am 12. April. Dann zeige ich euch das mal. Ich frage mich aber, wer da drin ist. Naja, jedenfalls hat er uns jetzt die Anleitung für die Häschentag-Lampe gebracht und ja, wir kriegen so langsam die einzelnen Sachen zusammen, aber es fehlen trotzdem noch viele, viele Ostergegenstände. Ich möchte ja alle. Alle bekommen. So, und das hier ist die Bastelanleitung für den Trinkbrunnen. Ich bin mir gerade unsicher, ob das der richtige ist. Aber selbst wenn nicht, dann kaufen wir uns halt jetzt einfach mal ein neues Element zum Bauen. Ich meine, warum nicht, ja? Wenn wir schon mal hier sind, dann können wir auch gleich noch ein bisschen weitermachen. Oh, oder es war der Grundwasserbrunnen. Ich kaufe mir das jetzt einfach alles, okay? Wobei die Meilen langsam knapp werden. Wir hatten über 30.000. Und ich habe heute noch was vor mit meinen Meilen. Also sollte ich auch ein bisschen drauf gucken, dass die nicht komplett ausgehen. Ja, komm, wir bauen jetzt einfach mal alle möglichen Brunnen.
Oder kaufen sie zumindest. Und dann schauen wir, was die Anleitung sagt. Weil ich will diesen riesen Springbrunnen unbedingt haben. Der passt so gut da links neben das Service Center. So als Basis. Das ist ein Leuchtturm, ne? Den kann man doch bestimmt auch noch umformen. Umfärben. Umformen wird ein bisschen schwierig. Der Sandkasten. Ich will den eigentlich auch noch haben. Ich habe nämlich begonnen, einen kleinen Spielplatz zu errichten. Und da würde sich der Sandkasten natürlich echt gut tun. Aber ja, jetzt muss ich mich echt zurückhalten. Wir haben nur noch 8800. Schauen wir gleich mal nach, welche Meilen ich noch abholen kann. Weil während ich wieder offcam gefarmt und gechillt habe, hat sich einiges bemerkbar gemacht. Verkaufe Obst. Ich habe ein paar Äpfel auf Julis Insel verkauft, weil da kriege ich halt mehr Geld für, ne? Und Obst von Pflanzen würde auch noch was bringen, okay. Dann Ballons abballern. Kein Problem. Bäume abhacken. Musste ich machen, als ich den restlichen Weg gepflastert hatte. Also auch da gab es keinen. Dran vorbei. Möbelumgestalter, Stempel Nummer 2. So ist es, so ist es. Da habe ich ja auch viel gemacht, wie eingangs erzählt. Was ist Meilenstein? Jetzt neu. Meilen für Meilen, so komisch. Ach so. Ja, das habe ich immer noch nicht so ganz verstanden. Aber ich glaube, das ist einfach fürs Clearen der Bonusmeilen. Lul. Also, ja, wenn er mir dafür nochmal extra Meilen geben will, ey, dann halte ich ihn nicht auf. Größter Gastgeber. Ah ja, jetzt ist dieses Multiplayer-Kärtchen voll. Schön. Da reichen auch 10 Besuche aus. Aber warum eigentlich Gastgeber? Ich meine, ach doch, sie war gestern bei mir kurz. Ja, alles klar. Alles klar. Ey, Nele. Wie geht's? Willst du mir nicht was schenken? Nele, schenk mir was. Oder sag mir, wie es beim Angeln läuft. Das sieht im Fernsehen mega viel einfacher aus. Quack. Naja, man muss halt Geduld aufbringen, ne? So ist das. Okay. Dann schauen wir mal, ob wir jetzt diesen krassen Springbrunnen errichten können. Ich meine, der hier ist auch schon nice, ja, aber der ist nur für den privaten Gebrauch. Der andere wäre ja auch für die Allgemeinheit. Etwas herstellen. Ah, das ist die Holzstapelwand. Okay, die Ziegelsteinmauer haben wir uns ja alles gekauft. Bambuswaldtapete. Das ist die Bambusabsperrung. Wofür auch immer die gut ist. Oh, und die Wanduhr, ich muss ja gestehen, die finde ich gar nicht mal so schlecht. Und den Teppich auch nicht. Das sind schon nice Sachen. Ist nicht alles Schrott, was man bei diesem Osterevent bekommen kann. Aber ihr habt durchaus recht. Es sind ein bisschen zu viele Eier. Also, da stimme ich euch schon zu. Okay, wir brauchen erst einen Trinkbrunnen. Wo ist denn der? Wahrscheinlich bin ich schon dran vorbei. Aber gekauft? Moment. Nein. Ich muss doch. Ja. Ich hasse das. Ich werde es nie lernen, dass man diese blöden Dinger immer erstmal sich angucken muss. Oh, studieren. Siehst du doch einfach direkt auf dein Handy, Junge. Ich denke mal, da werden wir ziemlich viel Lehm für brauchen. Hab ich genug? Oh, bitte. Bitte mach jetzt nicht diesen von wegen, ja, es reicht nicht. Die gleich mal zu erlernen. Herstellen. Doch, da ist er. Trinkbrunnen. Für den brauchen wir gar kein Lehm. Ach, dann habe ich den mit dem anderen verwechselt. Es gab doch noch einen so bräunlich aussehenden. Der sah so aus, als müsste man dafür Lehm aufbringen. Oder ich bin völlig blöd. Das kann auch sein, also. Na, das wisst ihr ja. Ist nicht ausgeschlossen. Dann sollte es doch jetzt passen, oder? Nein, es fehlten noch ein paar Steine. Die haben wir, glaube ich, gerade wegen dem Trinkbrunnen gebraucht. Ich habe mich dem Problem aber auf Cam kurz angenommen. Und nun ist der Springbrunnen fertig. Ich frage mich, kann man ihn auch umdesignen? Jetzt rein aus Interesse. Ja. Okay, was habe ich für Optionen? So eine Marmor, Bruder. Also ich finde den ja auch schon voll okay, ne?
fühle ich nicht so. Geil, muss aber die Umgebung passen. Geil, muss die Begebung passen und ist eher zu integrieren. Daher nehmen wir den. Geiler Scheiß. Was für ein Mega-Teil. Oh ja. Yeah. Aber ich liebe dieses Feature. Ich liebe alles an diesem Spiel. Okay, das stimmt auch wieder nicht. Es gibt schon einige Dinge, die ein bisschen doof sind, aber es ist schon insgesamt ein echt geiles Animal Crossing. Jetzt ist die Frage, wohin packen wir den? Ist hier gut? Fürs Erste schon, oder? Muss mal gucken, dass ich dann vielleicht den Weg noch ein bisschen pflastere, so außenrum, aber... Das macht was her, Alter. Und hier soll der Spielplatz entstehen. Da haben wir schon eine Rutsche und ich könnte dann noch den Sandkasten hier hinpacken. Da oben vielleicht das Dreirad dann. So. Weil im Sand damit fahren wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Aber so kannst du das machen. Hehe. Ja, vielleicht nicht so ganz nah. So ist gut. Na? Du glaubst nicht, was mir vorhin passiert ist. Ich habe als Training den Strand umgegraben und dabei eine Anleitung für eine Häschentagkrone gefunden. Hier, ich habe dir mal eine Abschrift davon aufgekritzelt. Danke, Roland! Glückseier sind echt lecker. Und jetzt kann man sie auch noch beim Basteln verwenden. Super! Ich frage mich, ob es noch andere solche Anleitungen gibt. Wenn ich einen finde, melde ich mich bei dir, Kumpel. Vielen, vielen Dank. Aber du auch noch jetzt, ja? Oh Mann, ich bin gehypt. Warum willst du wissen, Quark? Stell dir vor, ich habe einfach so eine Anleitung für einen Häschentag-Rucksack gefunden. Wenn Freunde sind, teile ich sie natürlich mit dir. Hier, bitteschön. Quark. Die Anleitung allein ist natürlich nur die halbe Miete. Ohne Ei, kein Brei. Preis. Wer stylische Eiermode will, muss erstmal Glückseier sammeln. Ich glaube, das sollte nicht so schwierig sein bei all den Eiern, die hier herumfliegen und im Boden vergraben sind, in den Bäumen stecken, auf den Bäumen stecken, im Wasser und einfach überall, selbst in meinem Arsch ist ein Ei. So, und das passt jetzt auch. Wunderschön. Ich weiß, hier muss noch ein Baum hin, aber es gibt keine Früchte mehr auf der Insel. Alle gegessen oder verkauft. Oh, hier hinten habe ich noch eine Flaschenpost gesehen. Weil selbst die Kokosnüsse sind weg. Aber ich war auch nicht mehr sicher, ich habe lieber nochmal nachschauen wollen. Und die ist von Anleitungsguru Walter. Ich spazierte am Strand entlang, Meeresluft ist gut für den Tag. Da kam mir diese Anleitungsidee. Wie so viele meiner besten Ideen überließ ich auch diese dem Meer. Mach etwas draus. Es ist ein Eisenholzstuhl. Das klingt auf jeden Fall interessant. Na dann schauen wir uns den ganzen Stuff doch mal genauer an, oder? Zusammen mit den Ostersachen kommt da bestimmt noch was zustande. Also... Hier oben ist es nicht. Hä? Moment. Achso, das sah erst aus wie ein Tisch, aber es ist schon ein Stuhl. Ja, ist cool. Aber da wird es bestimmt noch einen Tisch und andere Sachen für geben. Ich werde den wahrscheinlich mal herstellen, aber jetzt noch nicht, einfach weil es keinen Sinn ergeben würde. Wir haben nichts, womit wir das kombinieren könnten, leider. Und wo sind die neuen Ostersachen? Ah, da ist der Rucksack. Okay. Dann machen wir uns doch den mal. Juhu. Was haben wir noch bekommen? Boah, ich hab's gerade voll vergessen. Wieder mal komplett lost. Irgendein anderes Osterdingens war es doch noch. Lululululul.
Aber ich glaube, wir können es eh nicht herstellen, was es auch war. Ja, komm, dann machen wir noch die Wanduhr. Weil die ist auch irgendwie voll cool. Und reicht's noch für einen Zaun? Nee, ne? So ein bisschen mehr Zaun. Ja, schon auch Dufte. Komm, wir gehen mal auf saisonal. Warum habe ich das nicht gleich gemacht? Ach, die Krone, stimmt. Ja, aber da brauchen wir so viele Eier. Ah, es fehlt das Wasserei, natürlich. Welches auch sonst. Komm, ich fange noch schnell einen Fisch, okay? Ich fange noch schnell einen Fisch. Und dann werden wir mit Rucksack und Krone eine neue Meileninsel abchecken. Komm mal her. Sei bitte ein Ei. Nein. Aber ein neuer Fisch. Ein Falterfisch. Na, wer hat hier wen zusammengefaltet? Ja gut, dann werde ich tatsächlich nach dem Ei suchen müssen. Es bleibt mir ja nichts anderes übrig. Let's go! Da muss ich irgendwie voll an den Film Midsommar denken, der jetzt im September lief. Keine Ahnung warum. Übrigens habe ich noch was anderes aus dem Wasser gefischt. Und zwar einen zweiten Stiefel, sodass wir nun die Stiefel recyceln können. Warum auch immer man das tun sollte. Aber man kann die bestimmt ganz geil einfärben, oder? Geht das? Ach, als ob. Geht nicht? Really? Oha. By the way, ich merke jetzt erst, dass ich mit Socken rumlaufe. Na, dann habe ich die Dinger ja wirklich nötig. So, dann werde ich jetzt noch die Wanduhr platzieren. Und dann geht's tatsächlich, hoffentlich, auf eine neue Meileninsel. Ist ganz cool. Muss noch zur Seite geschoben werden, aber so zumindest bis Ostern kann man das machen. Oh Mann, das sieht unglaublich dumm aus. Ich hatte gedacht, die hätten das ein bisschen besser umgesetzt, aber guckt euch mal an, wie absolut scheiße diese Krone auf meinem Kopf aussieht. Als würde die gar nicht richtig sitzen, sondern einfach nur draufgelegt sein. Voll doof. Okay, wir haben hier offenbar eine neue Insel. Aber ich weiß jetzt nicht, ob die cool ist. Sieht allerdings nicht danach aus. Ist eine nette Idee, so eine Spiralform. Also nichts prinzipiell dagegen. Aber die wird mir wahrscheinlich nicht viel bringen. Ich kann hier nicht mal krass looten. Weil egal, wo ich mich hinstelle... Ja, wobei. Kann ja hier eigentlich auch nicht zurückgedrängt werden, ne? Ja, doch, ein bisschen schon. Aber es ist schaffbar. Ja. Okay. Ob wir hier was Cooles finden? Ich weiß es nicht. Ja gut, zumindest schon mal ein neues Tier. Ein Wasserkäfer. Oho! Eine Riesenwanze! Es ist nie gut, wenn ein Insekt Riesen im Namen trägt. Oh ja, das stimmt. Aber die schwimmen im Wasser? Okay, das war jetzt nicht besonders spektakulär. Also habe ich ein weiteres Meilenticket gekauft. Und hoffe, hier wird es ein bisschen beeindruckender. Nein. Aber wir bekommen einen Flechtrocker. Na gut. Den nehme ich natürlich gerne mit. Wollte gerade abfliegen. Hab einen riesen Schatten gesehen. Und angle einen Marlin. Der kommt, glaube ich, sogar nur am Steg vor. Also ist das ultimatives Luck. Ich guck's nochmal nach. Ich will euch ja keinen Quatsch erzählen. Wenn das falsch sein sollte, dann werde ich das hier irgendwo textlich berichtigen. Ansonsten ist das
die Wahrheit. Ein Marlin, du wirst die Speerspitze meiner Fischsammlung. Auf jeden Fall ist der auch sehr, sehr selten. Schau doch mal in die Fauna-PD, vielleicht steht es da ja schon. Ich glaube, den gibt's auch gar nicht mehr lang, ne? War der nicht sogar nur bis Ende April fangbar? Den wollte ich nämlich als letztes... Ja, ja, okay. Er verschwindet dann wieder. Oh, und da steht's, Steg, siehst du? Hier, er erzählt immer die Wahrheit. Ey, wir hatten da mega Glück. Auf unserer Insel hätten wir da wahrscheinlich viel, viel länger für suchen müssen. Also ich empfehle euch wirklich, Leute, wenn ihr die seltenen Fische haben wollt, sei es der Marlin, der Riemenfisch, der Anglerfisch, der Huchen, der Quastenflosser, der Stör, macht es auf meinen Inseln. Es ist einfach bestätigt, dass die Wahrscheinlichkeit, die zu bekommen, auf meinen Inseln um ein Vielfaches höher ist als auf der eigenen Insel. Bin echt froh, dass es jetzt auf ganz entspannt geklappt hat, denn ja, bei meinem Glück hätte ich wieder 100 Köder farmen müssen, um ihn hier auf der Insel auf dem Steg zu angeln. Daher, ja, großes Glück, freut mich echt mega. Und das hier, liebe Freunde, ist der Flechthocker. Oh, not bad. Können wir vielleicht noch irgendwie ins Stadtbild integrieren. Es gibt ja noch unendlich viele Items und unendlich weitere Tiere für Eugen. Uhu, was darf ich für sie tun? Ja, ich flexe erstmal direkt mit meinem Marlin, der übrigens auch echt gut schmeckt. Also gerade in so Urlaubsländern gibt es den sehr häufig anstelle von Lachs. Auch für die Brötchen, also geräuchert und so, schmeckt echt geil. Wir wollen den hier aber ins Museum stellen. Ich hatte das ja nur als Randanekdote angebracht. Okay. Jedenfalls, das ist ein Marlin. Cool. Amos. Sehr schön. Der Marlin hat eine schuppenlose, kantige Gestalt. Welch ungewöhnlicher Verwandter des Thunfischs. Dieser mächtige Fisch kann über 4 Meter lang werden. Sogar mit Walen soll er es aufnehmen. Kein Wunder, dass er unter Sportfischern beliebt ist. Anders als viele Fische ist er ein formidabler Gegner. Und das war's im Groben. Denken Sie mal drüber nach. Ja, ja, habe ich auch gesehen. Also, in den Restaurants von diesen Urlaubsländern wurde auch tatsächlich mit Bildern geflext. So, wer hat den größten Marlin gefangen? Und gerade so in den, frühen 1900er Jahren oder auch schon so 1800 noch was, habe ich da was gesehen. Digga, unglaublich groß. Das sah auf dem Bild auch nochmal größer aus als 4 Meter, wie er hier sagt. Abnormal. Da siehst du diesen kleinen Menschen daneben und dieses fette Monsterteil, was er da am Haken hat. Heftig. Oh nein, eine Riesenwanze! Das ist schrecklich, nachdem sie mir diesen schönen Marlin gezeigt haben. Ja, tut mir leid. Ich habe das Ding halt gefunden und... Wie drücke ich das am besten aus, ohne eine Panik zu entfachen? Riesenwanzen sind Monster! Dieses Raubtier greift Fische an! Ja, sogar Frösche und Schlangen! Schlangen! Niemand ist sicher! Schlangen? What? Eines noch, bevor mich die Ohnmacht übermannt. Dieser elende Käfer injiziert mit seinem Stechrüssel Verdauungssäfte in seine Beute. Okay, das ist anders krass. Muss an etwas anderes denken. Nein, jedenfalls Dankeschön für die Spende. Hust, hust. Ich kann Eugen von Part zu Part besser verstehen. Warum gibt's denn in diesem Spiel nur die ekeligsten Tiere? Also zumindest kommt es mir manchmal so vor. Und beschränkt auf Käfer und so. Das ist schon deutlich schöner. Ein Falterfisch. Soll ich mir erzählen? Juhu! Falterfische wissen einen mit ihren prächtigen Farben und eleganten Bewegungen zu verzaubern. Ich nenne ihn zwar einfach bloß Falterfisch, doch in Wirklichkeit gibt es über 100 verschiedene Arten. Diese wundervollen Geschöpfe bewegen sich in Schwärmen zwischen den Korallen und mit den Gezeiten. Ah, wie ehrfürchtig einen ihr Anblick wohl in freier Natur macht. Das muss ein Gefühl wie aus einem Traum sein. Ja, den sieht man recht häufig beim Schnorcheln und ich liebe Schnorcheln generell, das wisst ihr ja. Das ist echt sowas, wo man krass abschalten kann und das ist einfach eine andere Welt da unten. Das hilft mir tatsächlich am besten, um zu regenerieren, wenn ich im Urlaub bin. Aber der nächste wird wahrscheinlich wieder ein bisschen dauern. Aus Gründen.
Aber ja, kann man nichts machen. Jedenfalls vielen Dank fürs Zugucken und Supporten. Bis zur nächsten Episode Animal Crossing.